Massenmedien immer die Rede davon ist, dass die sogenannten Separatisten für den Beschuss verantwortlich wären. Es ist, und dafür ist die OSZE auch vor Ort, relativ leicht nachweisbar, von wo die Geschosse stammen. Und Donetsk und Lugansk werden nicht von der Volkswehr bombardiert, sondern von der ukrainischen Armee. Hier ein Videomitschnitt über die Gesinnung und Denkweise von Selenskyj, was er über Stefan Bandera in 2019 sagte. Selenskyj, der Präsident der Ukraine, sagte 2019 in einem Beitrag über Stefan Bandera, den Nazi-Kollaborateur und Kriegsverbrecher, folgendes: Stefan Bandera ist für einen Teil der Ukraine ein Held und es ist normal und klasse und cool. Er war einer derjenigen, die die Freiheit der Ukraine verteidigt haben, sagte Selenskyj im folgenden Video.